Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Scary Teacher 3D is back. Es gibt 5 neue Level und wir haben beim letzten Mal 2 gespielt. Guck mal, wir haben 2 geschafft. Problem ist... Wir haben kein Problem. Außer vielleicht ein klitzekleines Problemchen. Und zwar, es gibt 5 neue Level. Wir haben beim letzten Mal 2 geschafft. Jetzt gibt es 3, die übrig sind. Jetzt ist die Frage, spielen wir heute 2 oder spielen wir heute gleich alle 3? Ich schätze mal, es kommt darauf an, wie schwer die Level sein werden und wie lange sie dauern werden. Wahrscheinlich sollen die Pranks noch krasser werden, als sie davor schon waren. Ich muss zugeben, die Pranks sind so ziemlich crazy. Schaut auf, du kannst abonnieren, dass ihr hier kommt. Täglich Videos holen, alle sind kostenlos. Und wenn das Video 1000 Likes in einer Stunde bekommt, dann bearbeite ich gleich das nächste Video. Okay, das nächste Level heißt Game for Life. Also Spiel fürs Leben. Was? Miss T will ein Programmer werden? Also lass uns ihre Gaming-Erfahrung noch mehr vergrößern. Eigentlich ist es hier was Positives, aber ich glaube, es wird nichts Positives sein. Okay, sie will ernsthaft... Wow! Okay, sie hat ein Messer in der Hand. Was? Okay. Achso, das meint er mit Gaming. Axt werfen. What? Oh mein Gott. Heilige Kacke, viel Gewicht kann die alte... Hey, au. Das hat weh. I'm going to become a Pro-Gamer. Oh mein Gott, sie will ein Pro-Gamer werden. Oh, was? Ich glaube, sie will cheaten. Okay, wir wollen sie abhalten. Wir sollen ihren neuen Laptop ruinieren. Tipps, schnell, schnell, schnell. Der alte Laptop ist hier im Raum neben dem TV. Also ich glaube, das war unten. Der alte Laptop hat ein Virus. Uploade den Virus zu ihrem neuen Computer. Oh. Okay, also Schlafzimmer. Ja, okay, bei welchem? Ist es unten bei diesem Schlafzimmer? Neben dem TV-Raum. Hier ist der TV-Raum. Das heißt, das Schlafzimmer müsste hier sein. Wow, ach, hier sind die Comics. Okay, interessant. Okay, hier ist auch kein Schlafzimmer. Das Ding ist, sie hat wortwörtlich 5 oder 6 Schlafzimmer in ihrem Haus. Okay, sie befindet sich halt unten. Das heißt, wir können die Leiter nach oben nehmen. So, dann muss ich mich jetzt erstmal in jedem Raum einmal umschauen. Ich meine, hier ist auch ein Schlafzimmer, wie ihr sehen könnt. Ich meine, wer schläft überhaupt? Wer hat so viele Schlafzimmer? Und hier schläft ja niemand. Hier ist auch ein Bett. Oh, ist sie oben? Oh. Alter, hier ist auch ein Schlafzimmer. Warte mal. Rotes Kissen, das könnte wichtig sein. Okay, also sie ist im Fitnessraum, so wie es aussieht. Interessant. Okay, ich habe ein Kissen. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber es wird für irgendwas gut sein, richtig? Was? Ein spezieller Schlüssel ist. Oh, habe ich das schon gefunden oder wie? Ich glaube, ich habe den Laptop gefunden, aber ich habe ihn nicht gesehen. Hallo, kannst du mal die Treppen runtergehen? Okay, wir müssen also die Toilette jetzt erstmal finden. Ich sehe schon, da hinten ist sie. Okay, dann gehe ich mal in die entgegengesetzte Richtung. Hier ist eine Toilette, aber ja, wie gesagt, sie hat auch mehrere Toiletten. Ah, warte mal, ist ja eine Toilette, also das heißt hier aber nicht. Oh, sie ist in der Toilette. Ich glaube, das ist die richtige Toilette. Das ist so nervig, dass die alte die ganze Zeit oben ist, ne? Mich wundert, dass sie mich doch gar nicht gesehen hat, aber hey. Beschweren will ich mich da nicht. Hier ist eine Toilette. Let's go. Das hier? Ach, hier Toilette. Okay, wir können die Toilette aufmachen. Oh. Oh mein Gott. Wieso hat sie das hier versteckt? Oh, scheiße, wo ist sie? Ich habe ein bisschen Angst, dass sie herkommen wird. Oh, der ist kaputt. Wow, let's go. Ach, Kleber, natürlich. 100%ig, oder? Duct Tape im Basement. Okay, zum Glück habe ich mir den Tipp geholt. Scheiße. Nein! Okay, ich kann nur mal Escape jetzt drücken. Das heißt, wir fangen genau hier wieder an, an derselben Stelle. Oh, jetzt ist sie im Basement, da wo ich hin will. Ist es ein Scherz? Okay, sie wird aber gleich hochkommen. Okay, sie geht in die Küche. Jetzt können wir ins Basement gehen und da den Schlüssel holen. Nicht den Schlüssel, sondern das Duct Tape natürlich. Wo auch immer es sich befindet. Ist es das? Ja! Okay, das Ding ist, ich glaube, sie wird jetzt auch hochgehen, oder? Oh, scheiße, sie hat mich gesehen. Ich habe die Arschkarte. Jetzt habe ich wirklich die... Oh mein Gott. Bitte nicht, ducke mich. Oh mein Gott, sie geht wieder hoch. Wow, ich hatte so viel Glück gerade, ne? Wie hat sie mich gesehen? Okay, sie geht wieder ins Badezimmer. Wir können jetzt wieder hochgehen und den Plunger reparieren. Ich glaube, das Badezimmer war hier. Ich meine, anscheinend hat sie auch nie Besuch, also wundert es mich einfach, dass sie wortwörtlich so viele Badezimmer. Was? Ah, jetzt geht's. Nice. So, Duct Tape wird aufgemacht. Nice Animation, Bro. So, und jetzt können wir... Oh, sie ist draußen. Jetzt können wir den Plunger nehmen und den hier benutzen. Let's go. Okay, wir haben den Schlüssel, der jetzt hier liegt. Okay, also es ist doch unten. Ich sehe schon. Unlocks die Box. Also die Box, die wir am Anfang gesehen haben, da unten war die richtige. Das meinte ich in den TV-Raum. TV-Raum gibt es nur einen. Das ist das Ding. So, genau diese Box hier. Ist da der Laptop drin oder wie? Ja, wir haben ihn bekommen. Sehr schön. Er geht auf. What? Finde einen Weg, um den Virus... Oh, ich brauche einen USB-Stick, oder? Neben der Sauna am Baum. Bruder, wenn sie das sieht, jetzt haben wir ein Problem. Bro, wie hat sie mich noch nicht gesehen? Sie könnte aber den Laptop sehen, das wäre richtig kacke. Oh nein, sie wird den Laptop sehen, oder? Bitte nicht. Hallo, ich will rausgehen. Nice. Ist sie Laptop oder nicht? Ich meine, das könnte jeder gewesen sein, richtig? Okay, wir müssen hier nach oben gehen und hier irgendwo soll ein Nest sein. Da oben ist ein Nest. Warte mal, gib mal das hier. Wehe, die Leiter verschwindet wieder. Oh, scheiße. Das ist Fall. Aha, komm schon. Bro! Wir müssen über die Physik im Videospiel reden. Ja, müssen wir auf jeden Fall. Jetzt ist die Leiter nicht weg. Okay, sie ist hier. Ja, hier geht's natürlich. Ah, Slingshot ist, Oh, hier muss irgendwo die Slingshot... Ah! Bro! Let's go! Okay, wir holen sie jetzt runter. Vorsichtig. Schieß. Du mich völlig verarschen?
Ach scheiße, wir haben keine Steine, ne? Oder wie kann das Teil schießen? Wow! Oh mein Gott, das ist der USB-Stick. Was? Wieso gab es eine Explosion? Wo ist er hin? Warte mal, ich habe nur eine Explosion gesehen, aber wo ist der USB-Stick bitte hin? Hä, das macht keinen Sinn, er ist jetzt nicht da. What? Oh mein Gott! Oh, ich hab zu lange da gebraucht, ne? Ja, war ja klar. Wow! Wie viele Abonnenten? Damn, Bro! Die ist hier fast so ein guter Gamer wie ich. Bro, dieses Level scheint schwerer zu sein. Ich wollte eigentlich 3 Level schaffen, aber schaffe vielleicht nur 1. Okay, das Erste, was ich jetzt tun werde, ist auf jeden Fall das mit dem USB-Stick. Weil wenn das nicht funktioniert, dann ja. Nein! Oh, dafür war das Kissen da, glaube ich. Oh mein Gott, ey, war, ging schon wieder kaputt, der USB-Stick. Ich glaube, wir brauchen das Kissen. Und das heißt, ich muss wieder die Animation gucken. Ich glaube, es muss das Kissen sein, oder? Weil er geht ja, wie gesagt, immer wieder kaputt. Oh, hör auf, mich zu sehen. Das ist doch nicht wahr, oder? Sie haben mich verloren. Versager. Oh, scheiße. Okay, das war knapp. Ich wollte nur sagen, ich habe so viele Münzen, dass ich mir wortwörtlich hier einfach Sachen holen kann. Dave. Also eine Sache steht für mich fest. Ich brauche auf jeden Fall dieses Kissen. Aber wo war das nochmal? Es ist halt ein Gegenstand, den gibt's... Oh, what? Ich würde sagen, es ist nur ein Gegenstand, den gibt's halt nur hier. In diesem einen Level. Normalerweise ist es sehr einfach zu finden, weil er ist halt... Ein Kissen ist. Jeanette soll eine Nacht mit dem japanischen Twin-Tail-Kissen schlafen. Okay, hier ist noch eins. Ah, kann ich es nehmen? Scheiße. Ach, hier ist das. Im Schlafzimmer war das vorher auch hier. Okay, wir können hier rausgehen. Jetzt gucken, ob es funktioniert mit dem Kissen. Bitte. Pack es. Yes! Ich kann es hier reintun. Oh mein Gott. Und jetzt hol es nochmal runter. Nice. Und jetzt soll es normalerweise vernünftig landen. Ja! Das Kissen ist zwar weg, aber ist mir doch egal. Gib mir das her. Okay, und jetzt soll ich da den Virus drauf machen anscheinend. Okay. Schnell, bevor sie es merkt. Jetzt soll ich den Virus vom Laptop downloaden. Okay, hier ist der Virus. Let's go. Oh mein Gott, der Download gerade. Oh mein Gott. Finde den neuen Laptop. Wo ist er? In ihrem, in der Office Room. Scheiße. Office Room. Hier ist kein Laptop. Hier ist noch ein Schlüssel. Ach, hier, oder? Nee, das ist das Office Room? Scheiße. Oder ist der Office Room oben? Okay, ich muss es gestehen, das weiß ich gerade leider nicht. Okay, sie geht da raus. Ich kann mir vorstellen, er ist oben. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher. Ah, doch, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo der Office Room ist. Oder welcher das ist. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber ich weiß, welcher das ist. Er ist genau hier. Oh mein Gott, wir haben ihn gefunden. Und ist das YouTube? Hey. Warte, läuft da ein Jenny Jason Video? Passwort. Ihr Geburtstag, Bruder. Im Statueraum ist der Code. Bro, ohne Tipps, ne? Das wäre crazy, wie lange das dauern würde. Ich kann nicht glauben, dass die Alte ein Passwort hat. Okay, gib mir... Ist das hier dein Passwort? Ja. 6.6.2020. Okay. 06.06.2020. Ich meine, sein Geburtstag, um das Passwort zu benutzen, ist nicht das Schlauste der Welt. Aber akzeptiere ich natürlich. So, verwende es hier. Pack das Passwort ein. Let's go. Welcome. Nice. Beeilig. Renne, bevor sie kommt. Okay. Oh mein Gott, mein Herz. Sie kommt. Alter, ich glaube, ich habe nicht so viel Zeit. Bruder. Verrücktes Level. Okay, jetzt geht sie da hin und jetzt warten wir noch kurz. Oh, sie ist dort. Okay. What? What? Ist das jetzt ein Scherz? Oh mein Gott. Was habe ich falsch gemacht? Ich meine, ich weiß, ich glaube, was ich falsch gemacht habe, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ich glaube, ich muss diesen verdammten Laptop zumachen. Das könnte ich mir vorstellen. Weil sie, ich glaube, der PC war auf und das hat sie dann gesehen und ich bin ja vor Panik weggerannt. Und das war das Problem. Das Level ist eigentlich gar nicht so schwer, aber die ganzen kleinen Sachen zu finden ist gar nicht so easy. Okay, ich habe jetzt wieder alles, aber das Ding ist, sie ist jetzt wieder oben. Was gerade nicht so geil ist. Oh, nein. Sie kann nicht runterspringen, oder? Nein, zum Glück. Zum Glück kann sie nicht springen. Das ist so gut. Das sind halt die Vorteile meiner jungen, epischen Knochen. Ja, jetzt läuft sie nach unten und ich kann nach oben laufen. Alter, sie läuft voll schnell übrigens. Okay, jetzt geht schnell nach oben. Bitte, sie sieht mich jetzt nicht. Okay, nice. Wir gehen jetzt an den Statuenraum und holen erstmal diesen Code. Und dann muss ich mal gucken, was ich mache. Weil ich glaube, ich muss den Monitor oder den PC wieder zumachen oder so. Oh, ich kann meine Hand währenddessen bewegen. Wie cool ist das denn? Haha. Ja, okay. Ist vielleicht nicht das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Oh, schon ziemlich cool. Interessant zu wissen, dass sie am 6.6. Geburtstag hat. Wenn man 3.6 aneinander tut, ist es ja irgendwie die Teufelszeit oder so. So, machen wir dasselbe nochmal. Oh, scheiße, sie kommt. Nicht schon wieder. Bitte beeil dich an den Passwort. Bitte. Kommt sie hier rein? Okay, mach so. Und jetzt warte. Nein, wir wollen den PC zumachen. Hallo. Warte, chill mal kurz. Sie wird das sehen. Sie wird das sehen. Oh mein Gott, sie wird das doch sehen. Was soll ich denn tun? Es gibt ja keine Tipps mehr. Oh, sie hat mich sogar gesehen. Wow, let's go. Vielleicht hat es doch funktioniert. Ja, ich glaube, es hat funktioniert. Oh. Hä? What? Wo ist sie gelandet? Hä? Ich check grad nicht, wo sie gelandet ist, aber das war merkwürdig. Kann mir das jemand erklären? Na gut, das war's für die Folge. Es hat doch länger gedauert als gedacht. Für mehr davon, lasst noch oben da abonnieren, kostenlos, aktivieren, locker und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!